Moin Moin, willkommen bei Jurassic World Evolution und Forschung ist abgeschlossen, super. Ja. Puh, wir hatten uns ja letztes Mal mit den Raptoren ein bisschen geärgert. Letztes Mal war das Video ein bisschen länger als geplant. Jetzt gucke ich gerade mal, es war ein bisschen Geld erwirtschaftet. Jetzt könnte man mal quasi einen dritten Raptor ausbrüten. Und hoffentlich geht das nicht schief, weil kostet ja sehr viel Geld. So. Expedition, Expedition, Expedition. Da. Ja, dann habe ich noch eine traurige Nachricht. Als ich das Spiel gestartet habe, war ich automatisch auf der ersten Map. Und die, ja, nachdem ich wollte eigentlich gleich, habe das Menü aufgerufen, wollte eigentlich quasi gleich in die, wieder auf diese Map gehen und die Aufnahme starten. Aber dann kam halt eine Meldung, dass ein Dino gestorben ist. Und, ja, so neugierig wie ich bin, musste ich erstmal nachschauen, welcher Dino das ist. Und es traf mich, ja, wie ein Schlag. Klaus ist von uns gegangen. Klaus ist gestorben. Diese Nachricht hat mich natürlich sehr traurig gestimmt. Andererseits werde ich jetzt hier ein Gehege für den Keratosaurus bauen. Und ja, dann gibt es halt einen Klaus Nummer 2. In Häkchen denke ich einfach daran, dass ich den von der einen Insel zur anderen hier transferiere. Und gehe nie wieder auf die andere Insel. So, wo können wir denn jetzt den anderen hinbauen? Hier ins Fleischfresserparadies. Dann hat hier Klaus auch Ausblick auf das Meer. Würde mir eigentlich sehr gut gefallen. Oder auf den Strand. Machen wir, bauen wir einfach hier so dran. Klatsch, klatsch, klatsch. Weg haben wir quasi auch schon. Wir können ja diesmal anfangen mit dem Besucherzentrum. Einfach auf die andere Seite. Ah ja, und das haben wir jetzt auch, diese Beobachtungsplattform. Habe ich erforscht. Also die Erforschung hat 2 Millionen gekostet. Habe ich auch über die andere Insel gemacht. Ist ja so ein kleiner, ja, Cheat könnte man ja quasi sagen, ne? Ich konnte nicht widerstehen. So, haben wir es natürlich gleich angeschlossen oder nicht? Wie nicht, ne? Oder ist das doch vielleicht ein bisschen klein? Nein, das sollte reichen, oder? Dann gehen sie hier so dran vorbei. So, die Expedition ist schon wieder da. Tara. Boah, Platin, $360.000. Das ist natürlich sehr gut. Brüten wir aus. Dilopho. Ausbrüten. Und dann schicken wir sie gleich wieder auf Achse. Das ist natürlich... Wenn es Platin gibt, dann schickt man die auch gerne mal irgendwo hin. Sturm nähert sich. Scheiße. 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 Jetzt fällt mir auch wieder ein, was ich noch bauen wollte. Irgendwo noch ein Sturmzentrum. Und wehe, ihr Raptoren nutzt das aus. Alter, wehe. Oh, ich hab's doch gesagt, ne? Darum macht man die Erforschung auf dem anderen, auf der anderen Insel. $500.000 oder fast $550.000 einfach mal in den Sand gesetzt.
Ich finde das voll hart, ey. Ich habe schon das genommen. Ja, es ist noch Anfang 70%, aber auf der anderen Insel ist auch mir hier. Triceratops ist mir auch einer weggestorben. Hab den auch gemacht. 80% Wahrscheinlichkeit und tot. Da kam bei auf 30%. Das ist echt scheiße. Naja, wir haben ein bisschen Platin gekriegt. Das ist ja wenigstens etwas. So, wie ist denn die Reichweite von diesen Gebäuden? Sturmabwehrstationen, ja, das wissen wir schon. Vor Sturmschäden. Danke, Finch. Das wissen wir. Ich wollte doch nur die Reichweite wissen. Ob ich da noch eins bauen sollte oder nicht. Oder doch. Aber wenn da jetzt ein Gehege hinkommt, dann müssten wir quasi ja hier noch eins bauen. Dazwischen. Oder hinter den beiden Gehege. Jetzt müssen wir mal gucken. Also hier so vielleicht. Gerade bei den Raptoren, ey. Nicht, dass da das Stromnetz kaputt geht oder so. Ach ja, nebenbei, wir haben jetzt auch bessere... wir haben jetzt... Ich sag jetzt, wir haben jetzt was, aber... Ist nicht das... Leichter Zaun? Hm. Ich hätte schwören können, wir hätten eigentlich jetzt noch einen neuen gebaut. Oder entdeckt. Kann mich auch irren. Vielleicht habe ich das gerade... Erforsche ich das? Neue Fossilien. Machen wir erstmal das. Oh, 40.000. Ist nicht so viel. Da geht das Geld da rein. Und in den Dilofo. So. Dann wieder raus aus dem Schutzraum. Bitte begeben Sie sich. Liebe Gäste, wir möchten uns für alle Unannehmlichkeiten entschuldigen, die während dieser unglücklichen Abend. Was war das für ein Geräusch? Hast du dich da gerade... Ranger, Ranger, Ranger? Ist der Zaun kaputt? Nein, gut. Ich traue diesen Velociraptoren nicht. Wow. Falls ich leicht zu beeindrucken wäre, würden sie es mit diesen Zahlen schaffen. Nee. Da hatten wir auf der anderen Insel bisher... Durch sie ist die Unterhaltungsabteilung das Kronjuwel dieser gesamten Einrichtung geworden. Ja, das freut mich. Aber... Also, es ist die Geborgenheit der Raptoren war doch, glaube ich, bevor ich irgendwas mache, baue, gucken wir uns nochmal die Geborgenheit an. 100%, aber Bestand und Sozial ist nicht hoch. Sobald einer stirbt, rastet der andere aus. Ich weiß auch, irgendwo mal gelesen zu haben, bei Gruppen ist es nie verkehrt, auch immer so ein, zwei Frauen dabei zu haben, auch wenn es, sage ich mal, eher männerdominiertes Fach ist, weil das in der Gruppe sich so ein bisschen, ja, die Aggressivität nimmt oder einfach der Gruppenzusammenhalt besser ist. Darum kriegen jetzt die beiden Herren hier in diesem Gehege noch ein Velociraptor-Weibchen. Und vielleicht sind sie dann halt geborgener, sozialer und... muss aufgefüllt werden. Ja, viel Spaß. Ey, wenn die jetzt ausbrechen wegen euch. Fahre zur Futterstation. Und das Futter kostet 200.000. Oh, das Gebäude. Oh, die Gebäude sind kaputt. Einverstanden. Wie geht das denn? Reagiere auf Reparaturanfrage. Ja. Und danach bauen wir ein Gehege für den Keratosaurus. Das bauen wir weiter. Das wollten wir hier bauen. Und hier kommt der Sturmschutz. Was kostet der Sturmschutz nochmal? 100.000. Wenn wir den hier irgendwo runterpacken. Ah. Wenn ich den damit dran packe. Nee, das ist jetzt ganz schlecht. Oh. Die Raptoren nutzen das aus. Ich ahne das. Sind noch beide drin?
Ich gehe nochmal, nee, Forschungszentrum. Wo war denn unser Forschungszentrum? Das war das da. Genau. Das sind die anderen Upgrades. Oh, Transportbahn. Einschienenbahn, aber da habe ich nicht gebaut. Schwerer Stahl. Wenn das besser ist als hier dieser Elektrozaun, dann her damit. Für die Raptoren nur das Beste. 61%, okay. Also Fossilien hatten wir ja schon, ne? Da war ja nichts dabei, was jetzt richtig gut Geld kostet. Ich möchte euch am liebsten nochmal losschicken. Aber findet man mehr Platinum, Platin oder so. 100.000, 90.000. Aber irgendwas Sparsames, was auch Geld bringt. Keratosaurus müsste auch mal weitergemacht werden. Das machen wir mal. Der ist ja auch noch bei 70 und wir wollen ja demnächst einen ausbrüten. Wäre ja nicht verkehrt, wenn wir den mindestens mal auf 80 kriegen. So. War die Sturmgeschichte. Na gut, wenn, wie groß war das Gebäude nochmal? Von der Größe würde hier hinpassen, ne? Das ist ja doppelt gemoppelt da. Könnten es auch hier hinbauen. Oder einfach. Das ist nicht hübsch. Hier so. Ja, machen wir, komm. Ich habe nur Angst, dass da hier kein Strom drauf ist, die Raptoren das mitkriegen und dann so, ey, brechen wir mal aus. Hoho. Nein, danke. Das kann ich nicht gebrauchen. So, irgendwas konnte man machen. Dino freilassen. Welchen weiblichen Namen hatten wir noch nicht? Ich glaube, wir hatten noch nicht so viele. Kein Strom. Ah! Du siehst aus wie eine. Wie eine. Wir sind hochverfolgt, einen Velociraptor im Park. Ey, lauf doch nicht weg. Hier ist Willi. Willi wollen wir nicht. Willi ist ein Schwerverbrecher. Da. Freunde dich nicht gleich mit Willi an. Der ist böse. Mach lieber Herbert. Herbert ist locker und cool. Nikita. Wenn ich das richtig schreibe, Nikita, müsste passen. So. Warum haben wir da keinen Strom? Jetzt willst du ein eigenes Umspannwerk. Also. Sachen gibt's, ne? So, können wir das irgendwie mit so dran bauen, damit es so aussieht, als ob es dazugehört? Da habe ich natürlich zu nah dran gebaut. So, ein bisschen da ran. So, dann brauchst du. Tada. Ja, ist jetzt nicht perfekt, ne, aber. Ich bin sowieso ein Mensch, der nicht so aufs Aussehen geht. Ich bin mehr so der Typ, der so auf Funktionalität geht. Hauptsache Funktion. Der Rest ist Ausbausache. Das geht da. Kann man alles später machen. Wo mir gerade einfällt, so richtig hübsch machen kann man ja im Spiel ja nichts. So, Billigfossilien. Ach, die. Ach, verkaufen macht da auch nicht so den Sinn, sich. Ach, komm. Da schicken wir lieber den nochmal los. Was haben wir denn noch hier so schönes? Dracorex. Pff. Ich habe zwar welche gebaut, aber. Jetzt nicht so der Hammer.
So, jetzt haben wir mal neues Zeug, ne? Jawohl. Steht auch der Kosten da? 1700 so. 800. Ich meine, der andere Zaun hat ja schon früher bei dem anderen ja auch schon gereicht, ne? Das ist war ja Fakt. So. Scheiße. Ja, wie bauen wir denn weiter? Erstmal an diesem Gebäude, das kann ich mir merken. Ruhig da. Denn unser guter Saurier braucht natürlich auch Wasser. Wo kriegt der seine Wasserstelle? Kann man diesen... Oh ne, so groß will ich nicht. Eher klein. Genau. Ob das hier auch so ein... Oh, gibt's ein bisschen Wasser, sollte reichen. Zack, fertig. Vielleicht machen wir das auch nur... Ja, bis hier in die Ecke können wir ruhig schon machen, ne? Da kommt ja eh nichts hin, glaube ich. Nö, lohnt nicht. So. Sehe ich es hier nicht. Ich gehe erstmal schräg. Ich weiß noch nicht, ob ich hier mal unten noch was hinbaue. Not können wir das später auch noch vergrößern für den Klaus. Tada! So, Klaus hat Wasser. Zaun ist rum. Und Klaus braucht Ziegen. Was anderes will er nicht. Was anderes gibt er sich jetzt gar nicht ab. So. Ziegen, 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 Ziegen. Klatsch, zack. Und das ging auch gut ins Geld. Oh, Raptoren am Futtern. Da hätte ich mal ein Foto von machen sollen, glaube ich. Ranger. Vielleicht schaffen wir das noch rechtzeitig. Power Ranger! Ich weiß nicht, ob die jetzt so aufschreckbar sind. Wir sind ja... Ey, da kannst du mir sagen, was du... Oh, da, 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 da. Ups. Upsi, das ist das. Ja, das ist 10.000 wert. Cooles Foto. Ich hoffe, das klang ehrlich. Es hätte zumindest so klingen sollen. Ich muss mal kurz meinen Kaffee leer trinken. Ist mir schon fast kalt. So. Ich muss auch zugeben, ich habe gerade ein bisschen gekleckert. So. 20.000. Ich finde es sehr interessant, dass diese Raptoren... Ich würde jederzeit mit ihnen arbeiten. Die Ranger quasi umzingeln. Ich weiß nicht, ob sie die angreifen können. Schnell raus hier.
Hopp, 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 hopp. Raus, 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 raus. Nicht, dass der hinterherkommt. Übernehme Steuerung. Nur los. Wir haben früher so gut zusammengearbeitet. Ich dachte, Sie wollen vielleicht noch eine Chance. Machen Sie mit. Isaac, was willst du von mir? Gefährliche Aktien in ein Hammond-Entwicklungslabor ausbrüten und freilassen. Dilophosaurus Velociraptor. Ich hab doch erst gerade einen Velociraptor freigelassen. Ankylosaurus, kann ich verstehen. Und dann kriegen wir 1,5 Millionen und die Möglichkeit zur Steppe. Ja, machen wir. Dilopho habe ich eh auf dem Plan. Ich weiß bloß nicht, ob ich den armen Dilopho... Das kann man hier auf den Inseln auf verschiedenste Weise interpretieren. Ich rede von den lebendigen Körpern im Park, verstanden? Wir könnten auch Köpfe sagen, aber das ist wahrscheinlich nicht besser. Besucherzahlen also. Ja, ja. Sie sind dabei? Cool, cool. Okay, beginnen wir von vorne. Neue Dinos, ausbrüten, schlüpfen lassen, unterbringen. Sie kennen den Ablauf. Hey, hört alle her, wir machen eine Show. Ein Spektakel, das sich über hunderte Millionen Jahre erstreckt. Sorry, ihr überlebt es vielleicht nicht. Jetzt gerade mal funktioniert mit ein paar Bäumchen, wie ich es immer gerne haben möchte. Aber auch nur an der einen Stelle. Na gut. So. Denken Sie daran, die Show muss weitergehen. Dieser Auftrag macht's möglich. Du nervst langsam, Isaac. Extrahieren Sie im fossilen Zentrum neue DNA, um mindestens 50% eines Dino... Ja, denkst du, was ich die ganze Zeit mache? Ich glaube, ich habe gerade... Alle... Oh, wir kriegen sogar 4 Missionen. Normalerweise dachte ich nur 3. Haben wir nicht schon irgendwie alle Rassen... Ach, wir haben noch was Neues. Nee, den Ankylosaurus haben wir noch nicht auf 50%. Triceratops, ohne Tri fehlt hier was. So. Dann können wir hier wieder auf Fossilienjagd gehen. Ich bin wirklich mal gespannt. Wir machen jetzt gleich nochmal den Keratosaurus. Und da bin ich mal gespannt, was passiert, wenn ich den hier rauslasse. Was machen die Velociraptoren? Greifen die sofort an? Warte mal. Ah, okay. Plus 10%. Lebenserwartung 66. Können wir den irgendwie verlängern? Savannenmuster gehen. Das ist nur die Minuslebensfähigkeit. Bewertung steigt. Ja, wisst ihr was? Mir geht die Bewertung sowas von am Arsch vorbei. Aber ich möchte gerne das Savannenmuster sehen. Sieht bestimmt cool aus. Ist wieder das High-Gen, was wir ranpacken können. Und dann steigen die Ausbrütungskosten auf 600.000. Aber ich glaube, entscheidend ist hier die Lebenserwartung und nicht die Lebensfähigkeit. Weil ich glaube, wenn der Wert hoch ist, bedeutet das, dass der Dino länger lebt. Und vorher waren 66%. Aber ich möchte gerne sehen, wie das mit der Savannenmuster aussieht. Das können wir später beim anderen testen. Ich würde hier erstmal auf eine Langlebigkeit gehen. Und da das für Klaus gedacht ist, gebe ich auch das Geld aus. Außerdem kostet der jetzt so viel wie ein Velociraptor. Ist nur 50 Köpfe größer. So, jetzt müsst ihr aber hier... Sozial, mal fast in der Mitte. Bestand. Grasland. Wie, noch mehr Grasland?
Hört auf, euch so zu unterhalten. Ich mag das nicht. Kleine Fleischfresser. Oh, was haben wir hier im Kontrollraum? Ah, schon wieder zurück? Ja, DNA extrahieren. Was haben wir hier? Ja, DNA extrahieren. Schafe laufen wir, Ziegen laufen wir noch nicht rum, ne? Ich traue den Velociraptoren. Ich habe jetzt wieder die Filme geguckt. Noch nicht alle, aber Teil 3 fehlt mir noch und der neue. Dann bin ich erstmal durch, eigentlich mit allen wieder. Und wenn immer Velociraptoren so komische Laute machen, traue ich den nicht. Vor allem, wenn Willi was mit zu tun hat. Der Ausbrecherkönig. Oh, Krankheit, Krankheit, Krankheit. Wer ist denn da Kranke? Nikita! Warum? Verstanden. Wo mich interessieren würde, ob die jetzt ihre Kranken vielleicht auch selber fressen. Was hat Nikita überhaupt? Hakenwürmer. Och, du Ärmste. Hatten wir da schon was nicht erforscht? Ne, da wo wir hin. Ne, ich bin falsch abgebogen. Ah, hier falsch abgebogen. Ne, da haben wir nichts mehr zu entdecken. Aber hier sehen wir gerade neue Sachen. Was ist das denn? Gute Verdauung. Beschleunigt und verbessert die Verdauung jeglicher Nahrung. Okay. Was soll das überhaupt bringen? Gute Verdauung. Na gut. Gehirnalterung. Splissen erhöht die Verteidigung und Lebenserwartungseigenschaften. Das ist nicht schlecht. Widerstand gegen Krankheiten, darunter auch Krebs. Ach so. Aber doch, hier steht auch, erhöht die Lebenserwartung und Belastbarkeit, okay. Und das ist neu, glaube ich, ne? Reaktionstempo. Erhöht die Angriffs- und Lebenserwartungseigenschaft. Was? Heuschrecken, Krebs-DNA verbessert die Reaktionszeit. Okay, das ist das 4 an sich. Ja, das können wir später machen, wenn ich ein bisschen Geld übrig habe. So, freilassen. Endlich, von der anderen Insel eingeflogen. Klaus. In seiner Pracht. Wie geht's dir? Lange nicht mehr gesehen. Die Sicherheitsabteilung schuldet Ihnen was. Ich habe keine Ahnung, was jetzt... Die nur Auftrag. So. So, ich will jetzt nicht so lange rumdaddeln. ACU! Einmal betäuben. Nikita, Klaus. Ich weiß nicht, ob die sich lieb haben. Das sieht nicht lieb aus. Alter, Willi legt sich echt mit Klaus an. Alter, du kannst da nichts ins Gehege lassen bei den Velociraptoren. Kommunizieren die noch, oder? Ah, ich glaube, Klaus hat den Schwanzvergleich gewonnen.
Perfekt. Oder wir haben ihn verjagt mit dem Helikopter. Ich sag doch, die Velociraptoren kannst du nicht vertrauen. Gefährlich, gefährlich. Weil wir müssen ihn auch schnell rausschaffen. Nicht, dass das Willi gleich dann drauf stürzt und Klaus fressen will. Schläft er? Er schläft. Okay. Einmal Klaus abtransportieren. Ich höre doch schon, die Velociraptoren kommunizieren miteinander. Das, was sie gerade geschrien haben, war so... Klaus ist wahr, Klaus schläft, Klaus schläft. Alle lassen sich nicht blicken. Das wäre echt fies. Also ich werde mal später, Dilophos ist hoffentlich günstiger. Ich werde mal den Dilophosaurus hier in den Park lassen. Also in den Velociraptor-Gehege. Vielleicht verstehen die sich ja. Produkt wurde eingesammelt. So. Ist das nicht schön? Ha! Das ist jetzt so ein bisschen wieder Heimat. Klaus ist da. Schön. So, wenn jetzt Klaus wieder da ist und wir haben auch wieder ein bisschen Geld, sollten wir nicht geizen, denn auf dieser Insel gibt es ja viele Stürme. Und ja, wo ist denn das Sturmschutzgebäude? Geht das nur einmal oder bin ich blind? Der Strom ist es bestimmt nicht, ne? Hä? Mann, das sind Verwaltungsansichten. Betriebsgebäude würde doch echt Sinn machen, oder? Aber hier ist es nicht. Ah, da. Einfach auf Fastfood gehen, dann kommt man automatisch zum Schutzraum. Also natürlich war das natürlich falsch gedacht von mir. Ne? Ein Schutzraum gehört immer zu Reiter-Fastfood. Achso, der nimmt das da komplett dieses Gebiet schon ein. Okay. Dann machen wir einfach hier so noch. Ja. Komm, was soll's. Auf der Seite kommt ja auch nochmal was. Nee, ich will die andere Seite dann noch abgedeckt haben. Aber hier wollten wir eigentlich noch ein paar Läden hin. Hm. Können wir das noch ein bisschen anheben? Damit wir die Fläche hier nutzen können. Hm. Weiß nicht, ob ich es jetzt schon noch schlimmer gemacht habe. Gucken wir mal. Ne, nicht Betriebsgebäude. Hm. Shit, das hat sich nicht automatisch ändert. So, dann kostet es halt 100.000 mehr. Weil ich finde diese andere Ansicht doch ein bisschen bescheiden. Was ist, wenn ich den doch hier einfach auf dieses Gelände gebaue? Dann baue ich ihn da hin. Das Gehege dahinter noch ein bisschen weiter, so. Ein kleines Nebengeschäft, das wir nützen sollten. Ja, das mache ich eh. So, ich wollte jetzt nur noch mal. Zack. Weil hier wollte ich eigentlich nur ein paar Essensstände oder so noch dran bauen. Warum habe ich da bisher nichts gemacht? Aber wenn das alles da so wegen der Höhe so doof ist, oder ich baller die Bäume weg. So, Klaus. Was mache ich da? Klaus? Das ist ein größeres Gehege als früher, ne? Mit viel Wald. So, Graslandschaft.
Wald, Bestand, Sozial. Hm. Mag er jetzt... Wald ist er zufrieden. Will er jetzt mehr Gras haben? Ich verstehe es nicht. Ist doch eigentlich hier, ich würde sagen, 50-50 mit Gras. Na gut. Er ist auf jeden Fall erstmal glücklich. Wie sieht's bei euch aus? Generell mal in diese Ansicht gehen. Ach, wir haben auch bisher nur einen Triceratops, sehe ich gerade. Bist du glücklich? Sozial, bisschen nicht so, ne? Bauen wir dir, komm, machen wir. Kriegst du noch einen Triceratops? Hopp. Machen wir nochmal, zack. So, und dann sehe ich auch schon, ich will nicht nur wieder überziehen wie letztes Mal. Nächstes Mal werden wir das Gebiet mit für die Pflanzenfresser hier hinten in den Willkommensbereich nochmal. Vielleicht machen wir hier ein kleines Gehege oder zwei kleine Gehege. Oder wir machen hier ein riesiges, ein größeres, weil diese Fläche brauchen wir eh nicht. Die dann würde ich nämlich hier Bäume vorballern, damit man die hässlichen Gebäude nicht sieht. Und dann hier schön Pflanzenfresserbereich. Oder dann vielleicht, wenn wir das hier nicht bauen können mit so ein paar Fressbuden, dann bauen wir sie hier in dieses Kreuz rein. Mal gucken. Gut, das ist so der Plan fürs nächste Mal. Und dann irgendwann ein Hotelchen. Und dann sind wir, denke ich mal, irgendwann auch mit der Karte fertig. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Klaus ist auch wieder am Start. Wenn es euch gefallen hat, wenn ihr Klaus mögt, lasst ein Abo da. Ansonsten wünsche ich euch noch viel Spaß. Haut rein. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao.